Herzlich willkommen am Beta Expo Schaufeld. Wir sind hier direkt hinter der Zuckerfabrik in Tulln. Sie sehen auch den Zuckersilo zu meiner linken Seite. Und ich darf Ihnen heute den Zuckerrübenbereich präsentieren. Grundsätzlich ist es so, dass wir am Beta Expo Schaufeld den Landwirten, den Interessierten, jedes Jahr zu den Kulturen, die in der Agrana, in den verschiedenen Agrana-Divisionen verarbeitet werden, diese Kulturen Ihnen präsentieren, die aktuellen Herausforderungen zeigen, Ihnen Antworten geben und gleichzeitig auch Neuerungen, das heißt, was es sortenmäßig, pflanzenschutzmäßig, Unkrautbekämpfung und so weiter an Fragestellungen und Neuerungen gibt, Ihnen dieses zu präsentieren. Wir befinden uns hier im Zuckerrübenblock auf über 180 verschiedenen Parzellen. Die Schwerpunkte sind ganz klar auf der einen Seite die richtige Sorte zu finden. Das heißt, Sie sehen hier über 30 verschiedene Sorten, nicht nur aktuelle Sorten, die zurzeit im Anbau sind, sondern auch in den kommenden Jahren zum Anbau kommen werden, die gerade in der Sortenwertprüfung sich noch befinden. Des Weiteren haben wir Anlagen zur Unkrautbekämpfung, weil eben die gesamte Unkrautbekämpfung, Wirkstoffwegfall und so weiter immer wieder ein Thema ist, wollen wir Ihnen Möglichkeiten bieten, auch in Zukunft dementsprechend gut die Rübe unkrautfrei zu halten. Und im dritten Bereich haben wir eben Richtung Krankheitsbekämpfung, Cercospora, Blattfleckenkrankheit ist in der Zuckerrübe das größte Thema, dass wir da auch Antworten bieten, weil auch da die Wirkstoffthematik immer wieder eine größere wird. Wir sind eben hier im Sortenblock. Sie sehen über 30 verschiedene Sorten. Grundsätzlich ist er der Baustein, der Grundstock für einen guten Ertrag der Zuckerrübe, weil alles, was an Ertrag der Zuckerrübe wächst, ist dann auch wichtig, dass dann im Endeffekt hinter mir ist der Zuckersilo, der Zuckerfabrik Tulln, dass auch dieser dort gelagert wird. Wir haben bei den Sorten natürlich verschiedenste Ansprüche, sei es Krankheitsresistenz, Ertragsstabilität, einen hohen Ertrag und so weiter und so fort. Wir konzentrieren uns und auch die Züchter der letzten Jahre konzentrieren sich sehr stark auf die Blattgesundheit, das heißt Cercospora-Toleranz. Die Blattgesundheit ist gerade im heurigen Jahr wieder ein großes Thema, weil aufgrund der feuchten Witterung natürlich auf der einen Seite die Rübe sehr gut wachsen kann, auf der anderen Seite natürlich auch der Pilzdruck in einem nassen Jahr auch steigt. Das kann man sehr gut anhand zweier verschiedener Sorten hier demonstrieren. Ich habe hier zwei Sorten vorbereitet, die eine unterschiedliche Cercospora-Anfälligkeit vorweisen. Auf der einen Seite zwei Rüben hier mit einer Cercospora-Anfälligkeit mit der Ageseinstufung 5. Sie wissen ja, die Einstufung geht von 1 bis 9, das heißt von 1 ist sehr geringe Anfälligkeit gegenüber diesem Pilz und 9 ist eine sehr anfällige Sorte, das heißt wir sind da im Mittelfeld und diese zwei Rüben hier sind eben die Sorte mit der Anfälligkeitsstufe 2, das heißt eine sehr, sehr tolerante Sorte gegenüber Cercospora. Cercospora ist ja grundsätzlich das Problem, dass man Blattfläche verliert. Blattfläche ist ganz entscheidend für die Zuckerrübe, dass sie die Sonnenenergie, das Wasser und so weiter dementsprechend über die Blätter in die Wurzel speichern kann und da eben auch der Zucker dann gespeichert wird und daraus dann dieser auch gewonnen werden kann. Das heißt, unser Bestreben ist ja, dass wir das Blatt so lange wie möglich gesund erhalten. Da kann man eben entgegenwirken, auf der einen Seite mit der Sorte und auf der anderen Seite mit der richtigen Strategie, in weiterer Folge Pflanzenschutzstrategie, integrierten Pflanzenschutzstrategie, dass man diese gesund hält. Wir haben eben hier die Sorte mit der Einstufung 5, das heißt eine mittelanfällige Sorte. Und Sie sehen hier, diese Rübe wurde gänzlich unbehandelt, das heißt nicht mit Pflanzenschutzmittel, keine Fungizide, keine Cercospora-Pflanzenschutzmittel aufgebracht. Und man sieht hier schon, wir haben jetzt Anfang August eine sehr starke Deformation der Blätter. Das heißt, Cercospora ist hier mit freiem Auge schon sehr gut sichtbar und bedarf in weiterer Folge, dass wir in circa 2 Wochen wahrscheinlich den Blattapparat komplett verlieren, dieser neu gebildet werden muss und dementsprechend Ertrag verlieren.
In dem Zusammenhang ist natürlich wichtig, auch bei den eher anfälligeren Sorten, dass man auf eine gute Zerkostbarer-Strategie setzt. Das heißt, die richtigen Pflanzenschutzmittel zur richtigen Zeit dann auch anbringt. Und Sie sehen hier den direkten Vergleich, eben einmal unbehandelt. Und hier ist die behandelte Variante, so wie Sie auch in der Praxis empfehlen. Das ist eben auch der Grund, warum wir hier diese Schauparzellen machen. Wir haben viele verschiedene Varianten angelegt, um Ihnen für die Praxis draußen eine optimale Pflanzenschutzstrategie zu zeigen. Und Sie sehen hier, man hat zwar einen gewissen Zerkostbarer-Druck, das heißt, manche Blätter haben Zerkostbarer-Punkte. Hier kann man auch mit der Lupe dementsprechend nachschauen. Am einfachsten eben, man sieht bei der Zerkostbarer ganz eindeutig diese scharfe Umrandung. Das ist eindeutig Zerkostbarer, aber in einem sehr geringen Ausmaß. Das heißt, auch diese Sorte kann man gesund erhalten. Aber zurück zu den Sorten. Es geht in Zukunft immer mehr in Richtung Zerkostbarer toleranter Sorten. Und da kommen wir zur nächsten Sorte, die eben mit einem Zweier in der Einstufung ist. Wir haben hier wieder die Rübe, die komplett unbehandelt worden ist. Hat man eigentlich den Vergleich. Die anfälligere Sorte hier unbehandelt und hier die gesündere Sorte. Und man sieht schon mit freiem Auge, dass grundsätzlich es zwar Zerkostbarer Flecken hier auch gibt, aber die Ausbreitung der Zerkostbarer ist deutlich langsamer und in weiterer Folge auch die negative Auswirkung dieser Krankheit ist geringer. Wann natürlich diese Pflanze dann auch noch Pflanzenschutzmittel in dementsprechender richtiger und optimaler Aufwandmenge dazu bekommt, dann hat man einen sehr homogenen, gesunden Bestand und das ist unser Ziel, dass wir da auch in Zukunft dementsprechend gut und wirtschaftlich die Zuckerrüben auch produzieren können. Auch die Unkrautbekämpfung stellt uns jedes Jahr in der Zuckerrübe vor Herausforderungen. Um Ihnen darauf Antworten bieten zu können, haben wir verschiedenste Herbizidparzellen angelegt. Die Wirkstoffe in der Zuckerrübe sind teilweise schon sehr lange am Markt, teilweise verschwinden sie, teilweise kommen auch neue Wirkstoffe wieder hinzu. Um Ihnen die optimale Anwendungsempfehlung geben zu können, versuchen wir eben hier auf diesen Parzellen Ihnen dieses zu präsentieren. Wir haben im heurigen Jahr hier auf dem Versuchsfeld auch ein ganz neues System in der Anwendung, ein neues Unkrautbekämpfungssystem. Das heißt, man nimmt eine speziell gezüchtete Sorte und kombiniert das mit einem neuen Wirkstoff, der in der Zuckerrübe bis jetzt noch nicht verwendet wurde und hat dementsprechend auch die Möglichkeit, die Unkräuter gut zu bekämpfen. Wenn Sie nähere Details zu den einzelnen Parzellen haben möchten, können Sie natürlich jederzeit unser Schaufeld hier besuchen. Bitte nur vorher den Agraner Rohstoffmitarbeiter kontaktieren und der wird mit Ihnen dann dementsprechend das Feld auch besichtigen.